Hans-Dietrich Genscher war am Anfang, wie beschrieben, sehr offen. Er lud mich zu sich nach Hause ein, wir hatten ein sehr offenes Gespräch. Und es war natürlich die Erwartung, dass man einfach alles mitmacht. Übertrieben gesagt vielleicht, dass man ihm einfach wie ein Dackel folgt. Und das war wiederum die eigene Absicht nicht. Man wollte zumindest als Gesprächspartner mit eigenen Überlegungen und Gedanken ernst genommen werden. Dieses war am Anfang durchaus, zumindest formaliter, akzeptiert. Aber je mehr man es dann versuchte auch zur Sprache zu bringen, war das nicht ganz einfach. Wobei man auch hier wiederum unterscheiden muss. In der Frage Polens, wir müssten noch gleich dazu kommen, lag ich durchaus eher auf der Linie Genschers. Genscher waren nur die Hände gebunden durch die Politik Kohls. In der Frage NATO erhoffte er sich auch durchaus mehr Veränderungen bei der NATO, hat dies mir gegenüber natürlich so klar nicht gesagt, weil er versuchen musste, in der Koalition die Linien zusammenzuhalten, sodass es durchaus differenzierter insgesamt war, auch in unserem Verhältnis. Aber es ist richtig, im Laufe des Juni, insbesondere nach diesem unseligen Vorschlag der Sicherheitszone, der zerstörte manche gemeinsame Handlungsfähigkeit. Das änderte sich dann wieder Ende Juli, Anfang August, sodass wir dann auch in unserem persönlichen Verhältnis Dinge eigentlich bereinigt haben, wo das dann aber auch keine Rolle mehr spielte, denn es war völlig klar, natürlich ab Mitte Juli, dass die DDR als eigener außenpolitischer Faktor ausfällt. Ja, es hieß ja formell immer noch 2+4, aber es war doch von einem bestimmten Punkt an, das hat, glaube ich, dann auch Ihr Staatssekretär Misselwitz, glaube ich, auch formuliert, es war ja nur noch 1+4, weil die DDR sozusagen ja an bestimmten ganz entscheidenden Sachen überhaupt nicht mehr beteiligt wurde. So ist es. Das spätestens ab Mitte Juli muss man dies so klar sagen. Wahrscheinlich kann man sogar schon sagen, ab Ende Juni ist dies der Fall. Für uns waren andere Punkte jenseits dieser, wie gesagt, der Souveränitätsfrage, der Übergangsfrage, auch der NATO-Frage, ging es uns immer noch Richtungen fest zu beschreiben. Das war chancenlos. In diesem Punkt mussten wir auch scheitern. Aber Entschuldigung, dass ich eine Zwischenfrage. War das nicht also dann auch eine Kränkung der Souveränität, also die Sie ja auch noch hatten? Ja, natürlich. Das begann übrigens schon vorher. Schon die Tatsache, dass das erste Beamtentreffen von 2+4 am 14. März stattgefunden hat. Das heißt, in Ottawa im Februar hatte man den Mechanismus vereinbart. Am 14. März, 4 Tage vor der freien Wahl in der DDR, fand das erste Beamtentreffen statt, dass dann die Tagesordnungsfragen und solche Dinge, und das sind ja ganz zentrale inhaltliche Fragen natürlich, besprochen hat. Das empfanden wir als skandalös. Es machte eigentlich deutlich, dass die anderen gar nicht an der DDR interessiert waren. Und nicht nur an der DDR nicht, sondern, also nicht nur an der nicht demokratischen DDR nicht, sondern auch gar nicht an der Legitimitätsfrage der DDR-Regierung. Wer 4 Tage vor der Wahl so ein Treffen macht, sagt, es ist doch völlig egal, wie die aussehen. Wir wollen sowieso nicht mit ihnen. Das ist etwas auf den Punkt gebracht, die Sprache, die aus dieser Datierung spricht. Und das wurde dann am Anfang etwas aufgehoben durch, also vom persönlichen Empfinden her, durch die durchaus freundliche Aufnahme in dem Kreis der Außenminister. Es hat sich dann aber sehr deutlich gezeigt, auch übrigens bis in die heutigen Darstellungen dieser Politik, dass das von Anfang an die Politik war, wir sollten keine Rolle spielen, sondern wir wollten eine Zahl in diesem Nummernspiel sein. Trotzdem, denke ich, ist es uns gelungen, an ein paar Punkte auch inhaltliche Akzente zu setzen.